So Leute, herzlich willkommen hier wieder zurück bei Hot Wheels Unleashed. Oh, ich muss mein Handy hier noch an die Ladestation hängen. Gerade noch einen schönen frischen Kaffee geholt. So. Und dann habe ich gerade, bevor ich den Part hier Aufnahme gedrückt habe, Überraschungskisten, nee, zeitlich begrenzte Angebote. Da gibt es das Batmobil. Leute, guckt euch das mal bitte an. Und das hat ja gar nicht mal so beschissene Werte, ganz im Gegenteil, sogar eine richtig gute Wertung. Und das kostet einen Haufen Asche, aber das können wir uns leisten. Und deswegen würde ich sagen, das will ich auf jeden Fall haben. Das haben wir bereits, obwohl das auch ziemlich geil ist. Ändert aber nichts daran, dass wir es haben. Wir können uns die ganzen Fahrzeuge einfach mal angucken. Oh Gott, Beschleunigung. Warum sollte ich das nehmen? Das gibt doch gar keinen Sinn. Das sieht ja schon kacke aus. Solche Sachen hier, ja, auch Kack-Stats. Auch mittelmäßig. Und Rocket Fire. Ja, kannst du auch vergessen. Okay, das bedeutet, wir werden mal das Batmobil ausprobieren. Das werde ich wahrscheinlich nicht tunen können. Sehe ich das richtig? So, wo war das nochmal? Viereck, wo ist das Batmobil? Wir haben ja sowieso so viel Zeug da oben noch, was ich sonst nicht benutzen werde. Wir haben ja eigentlich schon unsere Favoritenautos. Was ist das hier eigentlich? Das ist doch auch neu. Ist das neu? Nee, ist nicht neu. Schon ein paar Mal gesehen. So, das Batmobil kann man nicht tunen. Das bedeutet natürlich, dass es auch nicht so gut ist. Hat aber dreimal NOS. Dreimal NOS ist dreimal NOS, ne? Okay, wir gehen mal in den Start mit dem Batmobil. Zeitfahrrennen, da muss es sich natürlich jetzt behaupten. Wir haben natürlich hier, das war das ursprüngliche Batmobil, ne? Das hat wenig Bremskraft, hat aber eben Geschwindigkeit maximal und Beschleunigung maximal. Aber was natürlich jetzt besser ist an dem anderen Batmobil, an dem richtigen Batmobil, liegt auf der Hand. Wo ist es denn? Es hat viel mehr Boost. Das haue ich jetzt mal mit vorne in die Favoriten rein. Denn das muss ich ausprobieren. Ich bin absoluter Batman-Fan. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde die Christopher Nolan-Filme sehr gut. Die Trilogie habe ich mir gerade auch wieder auf Blu-ray gekauft. Das heißt auch wieder. Ich habe sie nicht gehabt. Ich hatte sie irgendwie mal. Auf ominöse Art und Weise sind die auf meiner Festplatte mal gelandet. Im MPEG-4-Format. Ich weiß auch nicht. Und ich habe die immer mal geguckt. Ne? Die war nicht schlecht. Gefällt mir gut, ja. Und je öfter ich sie gesehen habe, desto geiler fand ich sie. Aber ich bin ganz großer Fan von den ursprünglichen Filmen von Tim Burton. Also Batman und Batman Returns. Die zwei sind hammergeil. Und selbst dann Batman Forever, der ist ja ziemlich trashig. Meine Güte, ist der trashig. Fand ich aber auch noch geil. Und Batman und Robin, einer der schlechtesten Filme überhaupt. Ist immer wieder in allen Rankings dabei. Finde ich leider auch geil. Obwohl der schon richtig Müll ist. Aber ich habe den eben damals als Kind gesehen und fand ihn einfach geil. Und deswegen, das Batmobil hier, das ist ja schon so ein bisschen aus der TV-Serie, ne? Die Animated. Ich glaube, das soll das sein. Die Serie ist nämlich gerade bei Amazon Prime auch drin, ne? Und da habe ich tatsächlich mal wieder reingespickt. Aber ich muss sagen, ich bin einfach zu erwachsen geworden. Das ist, ja, irgendwie hat es nicht mehr das ausgelöst, was ich dachte, was es tut. Ich kann die Trickfilme irgendwie nicht mehr schauen. Die Filme von damals, die ich damals geil fand, kann ich noch gucken, wenn es nicht Trickfilme sind. Es sei denn, sie sind so animierte Trickfilme wie Toy Story oder so. Aber diese gezeichneten Trickfilme... Okay, also Fahrverhalten gefällt mir schon mal nicht. Gefällt mir von dem anderen Batmobil doch besser. Ich muss aber sagen, dass die Strecke jetzt nicht so einfach ist, da sie tatsächlich ziemlich eng ist. Und das Griffverhalten von dem Ding, finde ich erstmal nicht so krass gut. Seht ihr das? Er driftet zu weit raus. Mal gucken, mal schauen. So, einmal abbremsen. Jetzt fliege ich hier gleich rüber. Den Streckenabschnitt, den kennen wir. Da waren wir schon mal unterwegs.
Bestimmt die restlichen Streckenabschnitte auch schon, aber da kann ich mich nicht dran erinnern. Ah ja, und komm, Schnäuzelchen auf und durch. Das ist natürlich auch sehr gemein, dass man hier beim Zeitfahren die sneaky Schlange reinhaut. Wie hat man sie genannt? Wie hatten wir die Schlange genannt? Die hatte irgendeinen speziellen Namen von uns bekommen. Oh, wie hieß die denn? Ich wollte gerade Otter sagen, aber der Otter hat, glaube ich, nichts mit einer Schlange zu tun. Obwohl Ottern wahrscheinlich Schlangen sogar gefährlich werden können. Okay, zwei. Ja, solide Zeit, würde ich mal sagen. Ja, doch. Also ein gutes Auto. Sieht halt geil aus, ne? Aber vom Fahrverhalten her ist das neue, unser altes, das neue Batmobil dann doch besser. Müssen wir einfach so abhaken. Ist aber besser. Einfach besser. So. Aber was haben wir da? Hot Wheels Style 1. Geheimnis. Ach, hier ist schon Geheimnis, oder was? Wach auf, es ist spät. Heute ist dein erster Tag. Du verpasst noch den Schulbus. Aha. Verstehe ich nicht. Harter Gegner. Also hier habe ich ein Special Event dann noch und dann kann ich hier hinten noch was freischalten. Eine Box. Auf zum Ruhm. Rammrennen. Das sind alles normale Rennen nur, ne? Okay, damit haben wir jetzt wirklich alles freigeschaltet, was erstmal geht. Schließe das waghalsige Gefahren-Event mit Boneshaker-Fahrzeug ab. Genau, und hier sind wirklich Sachen noch geblockt, einzelne Events, weil wir die Geheimnisse nicht gelüftet haben. Was ziemlich traurig ist. Aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Schließe die beiden. Noch gar keins von diesen Geheimnissen gelüftet. Ach, auf sowas habe ich ja eher nicht so Lust, um ehrlich zu sein. Lüfte drei Geheimnisse, um dich der letzten Herausforderung zu stellen. Naja, die letzte noch nicht. Erst müssen wir noch das Rennen bestreiten. So, herzlich willkommen zu dem zweiten Part von diesem Let's Play zu Funfurle Franz rastet komplett aus. So. Boah. Dieses Event, aller Leute, das hat mich wirklich das letzte Mal so am Rande der Verzweiflung gebracht. Aber hilft nichts, da müssen wir durch. Da wollen wir durch, da können wir durch. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir die Geheimnisse lüften. Es gibt zwei Events, da steht definitiv da, welches Rennen wir mit welchem Fahrzeug abschließen müssen. Das ist ja schon mal ganz gut. Weil da weiß ich auf jeden Fall schon mal die Siegesvoraussetzung. Aber bei dem anderen da eben, keine Ahnung, suche den Schulbus oder so. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auf der Map irgendwo einen Schulbus. Aber selbst dann wüsste ich nicht, was ich machen soll. Vielleicht muss ich auf der Map... Oder ich muss vielleicht den Schulbus freischalten. Als Fahrzeug, vielleicht gibt's das. So, oh Gott, da sind sie wieder, diese dreckigen kleinen Wirbelwinde. Und das Allerschlimmste sah vorne. Wo sind sie? Da. Ganz vorne. Da sind die allerschlimmsten Gegner. Feuer! Die dicken. So. Okay. Jetzt muss ich Klappe halten. Jetzt heißt es hier, das Ding zu rocken. Ich will das jetzt schaffen. Schlimmste Event bis jetzt im gesamten Spiel. Aber ich habe gerade gar nicht diese Busfahrzeuge gesehen. Weil die waren ja die allerschlimmsten. Jetzt fahren ja hier Normalos mit. Noch. So, schlimmste Streckenabschnitt. Okay, den einen hat es gefangen. Komm, fahr rein. Sehr gut gemacht von ihm auch. Okay. Also das letzte Mal waren hier irgendwie so zwei Monster-Trucks. Die konnten einfach durch diese Wirbelwinde durchfahren. Die werden wahrscheinlich auch noch irgendwo sein. Die waren sowas von stark.
Er macht es aber auch sehr gut hier. Er manövriert echt komplett an diesen Wirbelwinden dran vorbei. Gott, der hat einen Grip! Wie macht er das zur Hölle? So, hier gab es glaube ich auch noch Wirbelwinde, ne? Zack, da fährt er rein. Da fährt er rein, wird gecatcht von Staubi McStaubenberg, dem Sauger. Und zack. Ja, aber das Ding ist, wir hatten es bis jetzt immer geschafft. Was heißt immer? Wir hatten es bis zum Ende irgendwie geschafft, auf Platz 1 zu sein. Und dann in der letzten Runde habe ich mal abgekackt. So, jetzt der letzte Wirbelwind. Wo ist er? Okay. Das gibt's doch gar nicht. Das letzte Mal hatte ich so Probleme. Die kamen immer wieder an und haben mich sofort gebettelt. Da waren zwei Monster Trucks. Ey Leute, ihr habt es ja gesehen. Wer es nicht gesehen hat, ist es. Ich glaube, das wird legendär, dieses Video, wie ich da ausgerastet bin. Die sind einfach durch die Wirbelwinde durchgefahren. Ja, sowas hier, Alter. Du denkst halt, du kommst noch schnell dran vorbei, ne? Das ist ja gerade das Gemeine. Du benutzt extra noch dein NOS, dass du extra schnell dran vorbeikommst. Du wirst gecatcht, dein NOS ist weg und du hast den vollen Arsch. Punnebel. Das ist ja das Ding, ne? Es ist ja nicht nur, dass du in diesen Strudel reinfährst, sondern dass du aus Park. Ja, dräng mich rein. Dräng mich rein. So. Jetzt benutze ich den NOS. Genau, du denkst, du kommst gerade noch vorbei, benutzt den NOS, wirst dann angesaugt und zack, hast du auch noch deinen NOS verbraten zusätzlich. Aber die Dicken sind irgendwie weg. Ich habe keine Ahnung, warum die da drin waren. Vielleicht war ich einfach zu gut für dieses Rennen. Da hat sich das Spiel gedacht, na, warte, da haben wir noch was. Aber wenn du halt den NOS benutzt und es funktioniert, dann ist halt gut. Dann ist halt doch gut. So, gleich benutzen. Schräg springen, am Blumenkübel vorbei und den NOS wieder aufgeladen. Ey Leute, es ist doch... Also entweder in der dritten Runde kommen die noch und versohlen mir wieder den Arsch, oder es ist irgendwas... irgendein Bug gewesen das letzte Mal. Das war auf jeden Fall das letzte Mal, die haben nämlich ständig genervt. Ich konnte NOS geben ohne Ende, ich hatte keine Chance. Zack, gleich wieder NOS, hinterher. Jetzt funzt's aber auch. Jawoll. Oh Gott, könnte das nicht einfach die letzte Runde sein? Ich werde wieder abkotzen, ey. Letzte Runde, da wäre jetzt passiert wieder das Unvorhersehbare. Zack. 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 Komm, lad auf. Gib uns. Schenk uns. Jawohl. Jetzt muss ich cool bleiben. Ich bin aus Panik, fahre ich dann auch mal rein, ne? Ist ja so. So, sehr schön. Und direkt wieder aufladen. Jetzt kommt der schwierigste Abschnitt. Jetzt cool bleiben. Außen dran vorbei. Außen dran vorbei, außen dran vorbei, innen dran vorbei. Das wird außen, oder? Da wollte er sich nicht entscheiden, der Wirbelwind. Okay, wir haben's. Schwierigster Abschnitt. Feuer. Einmal hängen geblieben, aber lieber einmal hängen bleiben, als in die windige Höhen emporzusteigen. So, gleich wieder NOS aufladen. Zack, dran vorbei. Alter Latz. Ich sag noch nicht, dass es ist. Warum? Gleich kommt das Allerschlimmste noch. Die vier Wirbelwinde direkt vorm Ziel. Die zwei Runden nie das Problem sind. Und immer in der letzten Runde fahre ich rein. Ja, ich sage bewusst, ich fahre rein. Es ist nie so, dass ich sage, oh, diese Schweinedinger, das konnte keiner ahnen. Nee, es ist immer so, dass ich selber reinfahre, aus Panik. Aus Panik, dass ich Erster werde.
Zack. So. Habe ich jetzt bewusst so gewählt, dass ich mein NOS gleich wieder auflädt, dass ich jetzt den NOS nochmal habe. So, und jetzt irgendwie dran vorbei. Irgendwie dran vorbei. So, letzter Stormy. Ja, wir haben es. Alter Lotz. Alter Lotz. Wir haben es. Was ist denn hier los? Vor ein paar Parts habe ich da wie viel? Eine halbe Stunde probiert. Immer wieder Restart. Da waren irgendwelche zwei Monster Trucks, die haben mir so den Arsch versohlt. Die konnten halt einfach durch die Winde durchfahren, mich immer zu rumschubsen und die waren unglaublich schnell. Und jetzt auf einmal, zack, ohne Probleme. Ey Leute, das glaubt mir noch keiner. Hätte ich es nicht aufgenommen. Zum Glück. Ja, das gibt natürlich jetzt nochmal, ne? Ja, jetzt kriege ich hier richtig viel. Ja, das gib. So. Nichts zu sehen. 2 Minuten 8. Ja, geh mal wieder mit dem Fahrzeug an. Was soll das? Was soll der Geiz? Ich nehme jetzt das Ding hier. Das ist das goldene Fahrzeug. Das ist ja nicht nur, dass es sich am besten steuern lässt, dass es am schnellsten ist. Nee, selbst die Gegner werden schlechter dadurch. Win-win. Hammer. Hammermäßig. Krass. Ich hatte wirklich diesen Part ein bisschen Angst. Nachdem ich das erste Rennen hier gefahren bin, habe gesehen, oh scheiße, da ist wieder ein Geheimnis. Das heißt, ich muss mich diesem Boss-Battle jetzt stellen. Ich hatte in Gedanken schon, kacke, jetzt rastest du wieder aus. Jetzt wirst du hier eine halbe Stunde wieder gegen diese Arschlöcher fahren, keinen Stich sehen. Und das Ding ist immer, wenn ich dann den Part beende, geh dann nach Hause, geh dann runter, ne, spiel mit meinen Kindern, denke, oh, jetzt hast du die halbe Stunde für dich und kannst eine Runde zocken. Und dann immer wieder so eine, das ist nicht so erholsam, ne? Nee, du wirst immer wieder hin, kriegst immer wieder auf den Sack. Deine erholsamen 20 Minuten, die du eigentlich permanent auf den Sack kriegst. So, ah, warte. Oh, gerade so noch gekriegt hier. Zack. Muss ich nutzen. Ein NOS gleich hier wieder. Aufheben. Strecke hatten wir auf jeden Fall schon mal. Da war es, glaube ich, noch der kürzere Weg hier links. So, geiler Start auf jeden Fall. Gefällt mir schon. In dieser Parking Area runter. Feuer. Oh yes. Wo lang? Gerade durch. Oh ja, mach mal. Oi. Also kannst du sagen, was du willst. Strecke kenne ich, alles schon 1000 Mal gefahren, aber sobald ich nicht weiß, nicht sehe, wo es lang geht, forget it. Alles wieder vergessen. Zack. Und gleich wieder den NOS hinterher geknüppelt. Oh, das wird's knappe Nummer. Und noch ein. Jawohl. Komm. Oh, ich verliere den Grip. Boah. Also noch ein Salto hätte ich nicht geschafft. Boah, ganz knappe Kiste. So, Max Schmacko. Wo ist der extra Akku? Links oder rechts? Links. Und nochmal. Zack. Okay, hier kriegen wir die Grip Area. Oh, eine geile Strecke hier. Das ist wirklich teilweise wie so eine Achterbahn, ne? Das ist ja eine Achterbahn, oder? Das ist ja nicht. Okay. Leitplanke links erstmal weggeräumt. Warum nicht? So. Und zack. Was musste ich machen für eine Zeit? Habe ich die Weltbestzeit? Heißt geschafft? 1,59, 1,53, alter Latz, da sind wir aber weit entfernt. Okay, aber wir haben auf jeden Fall das Minimalziel erreicht und damit auch dieses Event erfolgreich abgeschlossen. Yes, sehr gut. Hammer! Ja, Leute, damit haben wir jetzt eigentlich alle Events abgeschlossen, die es so gibt. Das Ding ist natürlich, wir müssen jetzt die Geheimnisse machen. Ja. Lüfte 3 Geheimnisse, um die letzte Herausforderung zu stellen. Ja, doll. Das sagt sich so einfach, aber ich weiß halt nicht, wie es geht. Das bedeutet, ich werde es herausfinden, definitiv.
Aber zum Glück ist natürlich dieser Part jetzt auch zu Ende. Der Legende nach blockiert ein ruheloser Geist den Zugang zu diesem Weg. Keine Ahnung, was soll das sein? Was haben wir hier? Die Belohnungsbox? Dann gibt es hier natürlich noch normale Rennen, aber wie kann ich diesen ruhelosen Geist? Das ist nur natürlich hier waghalsiges Fahren-Event mit Bone Shaker. Da weiß ich natürlich direkt, was es ist. Waghalsiges Fahren. Muss man natürlich erstmal wissen, wo das ist. Ja. Und das ist ein ewiges Gesuche. Hier hast du zum Beispiel auch der beste Event. Buns of Steel. Ja, das sind halt Geheimnisse. Schließe das Top-Geheimnis-Event. Aber ja, tolle Wurst. Wo soll ich denn wissen, was das ist? Ja, Leute, das ist natürlich... Das werde ich so nicht lösen können. Das ist auch für ein Let's Play einfach zu langweilig, dass ich jetzt auf der Karte hier ewig rumgucke, wo hier was ist. Das werde ich mir, dieses Geheimnis, werde ich mir aus dem Internet lüften lassen und dann direkt diese Events angehen. Drei Geheimnisse müssen wir lüften, dann geht's hier oben in die finalen Rennen. Ja, geil, freue ich mich drauf, zumindest auf jeden Fall auf die Rennen, auf diese Geheimnisse, um ehrlich zu sein, nicht. Aber da müssen wir durch. Wir gucken aber noch einmal in den Shop rein, ob im Laden irgendwas Schönes drin ist, zum Beispiel hier diese Überraschungskisten. Drei Stück haben wir nämlich bekommen. Und ihr wollt es natürlich sehen. Was ist denn da drin? Alles klar, haben wir schon. Das heißt, wir verkaufen. Wir verkaufen definitiv. Ja. Wir verkaufen, wir brauchen nämlich mehr Münzen. Denn wenn ich wirklich spezielle Fahrzeuge brauche, ist, glaube ich, Geld mehr wert als Tuning-Optionen. So, auch im Besitz verkaufen. So, und komm, mach auf. Gib uns das Fahrzeug, was wir jetzt brauchen. Im Besitz. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay, wow. Dreimal Fahrzeuge bekommen, die wir im Besitz hatten. Das ist natürlich ziemlich frustrierend. Aber das war der heutige Part. Hot Wheels Unleashed. Und ganz ehrlich, es war ein sehr erfolgreicher Part. Warum? Wir haben endlich dieses Boss-Battle abgeschlossen und es war dann im Endeffekt doch einfacher als gedacht. Ihr könnt mir mal in die Comments schreiben, warum waren jetzt auf einmal diese zwei dicken Bullies nicht mit unterwegs, die mich ja vor ein paar Parts so dermaßen gefistet haben und ich hätte keine Ahnung warum. Die waren viel schneller als ich, die hatten eine tausendmal bessere Beschleunigung, die konnten durch die Winde durchfahren. Es war einfach saumäßig unfair und jetzt auf einmal waren die nicht dabei. Dann ist es natürlich wesentlich einfacher. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Fanförde Franz. Abonnieren, liken nicht vergessen. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Und natürlich auch alle anderen Let's Plays von mir schauen. Denn wir wollen zusammen alle Spiele dieser Welt zusammen durchspielen. Und das werde ich auch mit euch. Versprochen.